So, moin Modi. Oder eher gesagt, guten Abend. Der Chat ist eingetroffen. Sonst noch wer da? Ich wiederhole mich. Ja, zwei Zuschauer haben wir aktuell, also Modi und ich. Ich bin auf dem Laptop noch da, damit ich den Chat sehen kann. Ich habe den Chat auf dem Laptop noch dort an. Also wir sind zu zweit, Modi. Zwei aktive Zuschauer heißt, wir beiden. Ich bin ja auch ein Zuschauer. Gut, es ist 19 Uhr, dann lege ich direkt mal ohne weitere Umschweife los und sage, seid gegrüßt zu einem neuen Stream, Edna bricht aus, oder zu einem neuen Part, Edna bricht aus, auf meinem Kanal, nach der Beendigung des Stream-Projekts. Gut, im letzten Part haben wir hier aufgehört, im letzten Stream haben wir hier in diesem Screen geendet. Und mit ihm können wir schon reden? Ja, wir können mit ihm schon reden. Dann reden wir mal heute mit ihm. Aber vorher will ich mir mal diesen ganz wichtigen Entwicklerkommentar anhören. Lassen wir zu Beginn des heutigen Streams, des heutigen Let's Plays Parts mal den Poki reden. Dann habe ich noch ein bisschen Zeit, zu mir zu kommen und ein bisschen mich zu sammeln. Lassen wir mal den Poki reden. Juppi Jupsen wird übrigens von Klaas Paletta gesprochen, einem nicht ausgebildeten Sprecher, also ich glaube einem der wenigen wirklichen Laiendarsteller in Edna bricht aus. Er macht die Rolle hervorragend, wie ich finde. Jetzt macht er bei uns die PR und New Business. Ja, seine Stimme passt exzellent zu unserem Juppi. Ich habe übrigens von diesem Raum noch eine zweite Illustration, die nirgendwo aufgetaucht ist. Ich glaube, die liegt im Edna-Ordner, und zwar war ursprünglich mal geplant, dass es noch eine dritte Reise in die Vergangenheit in Edna bricht aus, bevor man zum Showdown kommt, in der sie als kleines Kind schon von ihrem Vater im Irrenhaus in Dr. Marcells Irrenanstalt vorgestellt wird, als schwer erziehbares Kind. Und Edna fühlt sich unwohl und wandert herum. Und da gibt es für diesen Screen noch eine zweite Version aus einer ganz anderen Perspektive, die sehr bedrohlich wirkt, wo halt die Irren als dunkle Gestalten vor dem Gitter lauern. Ganz hässlich geworden, der Screen. Ich glaube, das ist einer der Gründe, warum ich es nachher weggelassen habe. Sehr hässlich geworden. Sehr hässlich. Gut. Mittlerweile sind wir schon 4 Zuschauer. Sehr gut. Na denn. Reden wir mal mit dem Yippie Jupsen. Und kombiniere dann alles mit einem. Ja, ich hoffe, ich klinge heute nicht zu verschnupft und erkältet. Ich bin tatsächlich, ich habe eine sehr, sehr leichte Grippe. Eine sehr, sehr leichte. Schwere Erkältung bis leichte Grippe. Kein Corona. Ja, aber falls ich heute mal ein bisschen ins Mikro schmatzen und verschleimt klingen sollte, dann liegt das daran. Genau daran liegt's. Reden wir mit ihm. Hallöchen. Hallo? Hallo? Er reagiert nicht. Okay, dann können wir wohl noch nicht mit ihm reden. Müssen wir erst auf die Seite des Gitters kommen. Das Schloss irgendwie aufkriegen. Können wir das irgendwie aufkriegen? Von der Seite wahrscheinlich nicht. Robustes Mistding. Tja, so ein Mist aber auch. Sieh nur, Harvey, ein Schloss. Ich hasse diese Dinger. Ich hasse sie von ganzem Herzen. Ich auch, Harvey. Gut. Das Schloss mal ein bisschen bekritzeln. Ich glaube, ein Beschwerdebrief wird mich hier nicht rausbringen. Ja, der Stream hat nach wie vor 30 Sekunden Verzögerung. Ich muss mal den Modi dazu befragen, wie das geht. Vielleicht weiß er das. Captain Unbrauchbar hat für jede Tür den passenden Schlüssel. Leider hat er selten die Zeit, alle durchzuprobieren. Vielleicht kann der Modi mir mal zeigen, wie ich diese 30 Sekunden Verzögerung rauskriege. Ist schon ein bisschen lästig, aber naja. Oh nein, er hat mit Sicherheit Coronavirus. Schnell, schließt den Stream, sonst infiziert er noch euren PC. Nein, schließt den Stream nicht. Nein, das will ich nicht gesagt haben. Nein, das überträgt sich zum Glück nicht übers Mikro. Selbst wenn ich es hätte. Außerdem erst ab über 100, über 1000. Ich glaube ab 1000, erst Versammlungen ab 1000 Leuten sind hier verboten. Also ich glaube, die kriegen wir noch nicht zusammen, oder? Oder Modi?
ist das wahrscheinlich, dass wir jetzt hier 1000 Leute zusammenkriegen. Also können wir das jetzt hier noch ein bisschen. Das klingt so ähnlich. Hey, das da war eine Überraschung drin. Es ist ein waschechter Polizeiausweis mit verschluckbaren Kleinteilen. Cool. In der Komplexpackung. Nur die besonders taffen Cops bekommen verschluckbare Kleinteile. Es klang so wie genau das hier. Das macht zwar Spaß, aber alles zur Zeit reicht. Müssen wir den erst wegwerfen. Ja, das klang, das Cornflakes-Geräusch klang genauso wie das Abknabbern des... Ja, ouch. Hier erreicht die Nutzlosigkeit des Wasserbechers ihren traurigen Zenit. Tja. Latenz ist so gering wie möglich einstellen. Dürft auf YouTube-Dashboard auch einstellbar sein. Ja, ich nur hab's noch nicht hinbekommen. Noch zu schlecht dafür. Verflucht! Wenn ich doch nur längere Fußnägel hätte. Aber ich Idiot knabber sie mir ja ständig wieder ab. Schau ich mal nach dem Stream, ob ich das irgendwie hinkriege mit der Latenz und so weiter, mit der Verzögerung und so weiter. Oh, wir haben eine Polizeimarke aus dem Müsli herausgenommen. Cornflakes. Aufmachen! Polizei! Jetzt müssen wir nochmal zurück und alles mit der Polizeimarke. Nee, dafür haben wir noch genug Zeit. Jetzt müssen wir erstmal hier weiterkommen. Ich glaube, hier ist erstmal kein Durchkommen durch dieses Gitter. Da müssen wir erstmal irgendwie auf die andere Seite kommen. Müssen wir erstmal andere Wege gehen. So, gehe Trepp ab. Oh. Wo sind wir denn hier? Ausgang. Oh. Die Freiheit. Hey! Dir ist nicht erlaubt, hier frei rumzulaufen! Ich habe eine Sondergenehmigung. Ich laufe immer jetzt einfach raus. Immer dieselben Sprüche, Fräulein Edna. Spazieren der Doktor sollte weniger gründlich sein, wenn er dir das Gedächtnis löscht. Du kommst jedes Mal mit denselben Ausreden. Was noch? Du bist nur zu Besuch. Du bist der Neue. Oder, nein, warte, du bist gar nicht da, richtig? Ich habe es ja. Satt mit dir. Alarm! Oh, entflohener Patient! Nein, jetzt werden wir wieder eingesperrt. So ein Na was wohl? Eine entflohene Patientin! Wo sind denn die anderen? Sind Stiesel und Holger nicht da? Müsstest du das nicht wissen? Ich sitze den ganzen Tag hier. Ich bekomme nicht mit, was sonst so vor sich geht. Aber offensichtlich steht ja die ganze Bude Kopf, seitdem der Doktor weg ist. Es ist nur, ich hatte noch nie einen Flüchtling. Ich bitte dich! Ist ja schon gut. So eine Stimme. Ich sperre sie einfach zu den anderen. So verkehrt wird das schon nicht sein. So. Und hier bleibst du, bis der Doktor wieder da ist. Wo sind wir denn hierher gekommen? Das habe ich wohl vermasselt. Oh, da sind wir auf der anderen Seite. Da wollten wir hin. Na großartig. Das ging ja schneller als gedacht. Den Kollegen, den werden wir noch treffen. Oh, ganz neue Gegenden. Okay, jetzt haben wir ein neues Gebiet freigeschaltet. Wir haben das alte noch nicht richtig. Oh Mann. Und hier gibt es erstmal kein Entkommen. Doch, durch dieses Schloss. Da sind wir wieder da drüben. Und das aufkriegen. Ach, der Doktor. Den kenne ich. Also nicht der Doktor Marcel. Ein anderer. Jetzt können wir erstmal mit ihm reden. Das wäre jetzt mal interessant. Und das Schloss öffnen. Verflucht. Wenn ich doch nur längere Fußnägel hätte. Nein, können wir nicht. Verdammt. Ich knabber sie mir ja ständig wieder ab. Gut. Vielleicht können wir jetzt hier... Robustes Mistding. Wir brauchen wahrscheinlich einen Schlüssel. Ja, das haben wir alles schon. Willst du was lesen? Captain Unbrauchbar und die Todesbrote? Kenne ich schon. Verrat mir das Ende nicht. Gut. Na dann reden wir erstmal mit ihm. Hallo, Juppi. Hallo? Hallo! Hallo!
bleib mal gerade dran, ja? Willst du etwas Bestimmtes? Ja. Kannst du mal kurz aufhören mit dem Telefonieren und mit mir reden? Kannst du mal kurz mit dem Telefonieren aufhören? Bestimmt nicht. Da ist gerade mein Broker dran. Es geht um Millionenbeträge. Ach was. Ob du mir wohl mal dein Telefon borgst? Hör mal, das Telefon ist meine Existenzgrundlage. Nicht auszudenken, ja, was passiert, wenn ich nicht erreichbar bin. Man stelle sich nur vor, ich lege es nur einen kurzen Augenblick lang aus der Hand. Zum Beispiel, weil meine Frau ruft, sieh nur, Juppi, es ist ein Junge. Und man stelle sich weiter vor, in diesem kurzen Augenblick, in dem ich zu meiner Frau hinüberschiele, fällt der Kurs meiner Aktien ins Bodenlose. Ich würde Millionen verlieren, weil ich nicht am Telefon war. Nur einen kurzen Augenblick. Das bestimmt seine Existenz. Ein einziger Augenblick der Achtlosigkeit. Und mein ganzes Leben ist zu Ende. Ah! Du kennst nicht zufällig einen Weg hier hinaus? Du kennst nicht zufällig einen Weg hier raus, oder? Nein. Ach, ich muss aber gar du willst vorlesen. Hier sowieso nicht raus. Glaub mir. Die Welt da draußen ist ein brutaler Ort. Die Fehler, die du da machst, haben echte Konsequenzen. Wenn du zum Beispiel mehrere Millionen Euro verlierst. Nur, weil du für einen kurzen, klitzekurzen Augenblick unaufmerksam warst. Zum Beispiel, weil deine Frau ruft, Dino Juppi, es ist dein Junge. Dann wird dich die Schuld ein Leben lang verfolgen. Aha. Ist nicht wichtig, telefonier weiter. Ist nicht so wichtig, telefonier ruhig weiter. Das wollte ich ohnehin. Hallo, bist du noch dran? So, haben wir jetzt alles geredet, Hallo? Oder was? Hallo! Feuer! Feuer! Bleib mal gerade dran, ja? Willst du etwas Bestimmtes? Jo. Oh nein. Ist Schade. Nicht so wichtig. Telefoniere euch weiter. Das wollte ich alles aus. Hallo? Bist du noch dran? Okay, nochmal. Hallo? Hallo! Hey! Hey! Bleib mal gerade dran, ja? Willst du etwas Bestimmtes? Ich erahne, warum er da gelandet ist. Ich habe keine Ahnung. Also das ist Modi, ich weiß nicht, was du meinst, aber also warum der liebe Yuki hier gelandet ist. Also ist nicht so wichtig. Telefoniere euch weiter. Das wollte ich ohnehin. Unklar. Hallo? Bist du noch dran? Ich habe keine Ahnung, warum der in der Psychiatrie gelandet sein könnte. Tauschst du dein Telefon gegen meinen Poloschläger? Bestimmt nicht. Das Telefon ist meine Existenzgrundlage. Muss jede Nanosekunde erreichbar sein. Aha, muss erreichbar sein. Alles klar, deine Existenzgrundlage. Tauschst du dein Telefon gegen diesen Prima-Kugelschreiber? Bestimmt nicht. Das Telefon ist meine Existenzgrundlage. Muss jede Nanosekunde erreichbar sein. Okay, das sagtest du. Das sagtest du bereits. Tauschst du dein Telefon gegen diese kostbare, limitierte Erstausgabe? Bestimmt nicht. Das Telefon das ist meine Existenzgrundlage. Muss jede Nanosekunde erreichbar sein. Okay, benutze Juppie. Nein, das könnte er missverstehen. Ja, nehme Juppie. Nein, das könnte er missverstehen. Ja, aber ansehen kannst du ihn. Er telefoniert. Das ist richtig, die Erkenntnis ist Gold wert. Ich hasse diese Dinger. Okay, was können wir uns noch angucken? Schau an, Kommentar. Juppi Jupsen wird übrigens von Klaas Paletta gesprochen. Okay, das hatten wir schon. So, hier. Da gehen wir als nächstes rein. Da habe ich doch schon wen gesehen. Guten Tag. Mit dem können wir doch mal reden. Ein paar weitere Bekloppte. Nimm Professor. Nein. Benutze. Nein. Reden. Rede mit Professor. Hallöchen. Hallo. Hey, du musst dich nicht vor mir verstecken. Wer weiß, du könntest ja auch eine verkleidete Velociraptor sein. Was? Ich ein Velociraptor? Gibt's doch nicht. Ich heiße Edna. Stellen wir uns mal ganz wirklich vor. Ich bin Professor Nock. Nett, dich kennenzulernen. Professor Nock. Da haben wir ihn auch mal kennengelernt. Was machst du da hinten? Ich betreibe Nockforschung in Paläontologie. Hinter dem Sessel? Wo sonst? Ein prähistorisches Skelett liegt nicht einfach in die Mitte des Zimmers.
Das wäre dann nämlich längst allen aufgefallen. Das leuchtet ein. Logisch.